Und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flags. Mal sehen, wie die Story weitergeht. Ich kann es kaum noch erwarten. Aber erstmal gehen wir weiter. Was macht der denn da? Heult der? Heult doch. Der heult. Mission starten. Ah. Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, oh, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spanier nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was, in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Na, dann verfolgen wir ihn mal. Was dagegen, wenn ich mich euch anschließe? Nicht, wenn du still bist und außer Sicht bleibst. Bonnet! Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still. Der hat euch Langeweile, der Typ. Ich will die wissen von uns! Sei leise! Der Typ ist echt witzig. Als dreht sich wieder um. Teilen wir uns auf und verwirren. Das war deine beste Idee heute. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja, señor. Si, das tut uns sehr leid. Unser Captain hielt uns auf. Das spielst du auch nicht, wäre Captain Mendoza? Ja, señor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er muss nur vorher noch bei der Hinrichtung, señor. Hinrichtung? Ich liebe Hinrichtungen. Ja, señor. Sehr amüsant. Wenn die Glocke klingt, können wir los, wenn es euch beliebt. Sehr gerne. Vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza wird euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. Naja. Die arbeiten wohl für einen Piraten, wie es aussieht. Du! Was ich? Ha? Was ist mit mir? Locker, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Dann sollten wir nicht trödeln. Ja, Senor. Gehen wir. Wo rennen die hin? Die haben es anscheinend eilig. Ich nicht. Oh, es gibt's doch nicht. Da ist er hin. Ich glaube, das soll auch Absicht sein, dass das so durchgeguckt wird. Ich finde es auch schön, dass da die ganze Zeit draufsteht, verfolgen. Und nicht töten. Aber das war ja bei manchen Missionen immer so verwirrend. Dass man nie wusste, kann ich ihn jetzt töten oder nicht. Ah, noch ein Stück und noch ein Stück. Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Waren das nicht anfangs zwei?
wir ja schon, ne? Ach, genau, wegen dem Aufteil. Fuck. Oh, da hab ich nicht reagiert. Kacke. Damit. Was mache ich denn da am besten? Was mache ich denn da? Ah, Mädels. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Das geht ganz schnell, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real, denkt daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak, Rum, Zucker. Hey, ihr braucht das si, nicht umdrehen. Si, si! Wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? Si! Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott! Ist dieser Riese euer Captain Mendoza? Nein, Senor. Das ist El Tiburón, einer von Gouverneur Torres' Männern. Verfolgen wir mal den Kapitän. Wo will er nur hin? Ist das Mendoza? Kann ich mit denen? Mit denen kann ich nicht reden. Okay. Mendoza, der ist auch so ein Name, Alter. Den kennt einfach jeder. Der ist so bekannt. Vor allem für die Leute, die Fluch der Karibik geguckt haben. Da ist der Name ja richtig oft gefallen. Zeigt es ihm. Bueno, por favor, señor. Ayúdame, si retiene. Ist das? Ah. Okay. Aber ich glaube, hier ist noch ein Schatz, den ich mir holen will. Ja, ist er. Ach, ich muss noch. Beachtet mich einfach nicht. Noch abgelenkt? Wunderbar. Muss ich jetzt... Oh nein, muss ich da jetzt einfach rein? Jo. Mädels? Sind weg. Ja gut, dann gehen wir einfach rein. Einfach so. Bam. Jetzt wird hier aufgeräumt. Dün, 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 dün. Was zur Hölle? Du bist. Was zur Hölle? Der wirft einfach Granaten nach mir. Was läuft mit dem denn falsch? Ja nicht. Ach, ja wieder diese Axtkämpfer, ey. Die regen ja sowas von auf. Ah, das ist
Bei dem Platz auch. Bei dem auch. Dem hier auch. So. Ach, die ganzen Axttypen sind weg. Das ist aber nett. Was zu. Übertreibt man nicht, Junge. Ach du Scheiße, ey. Wenn ich das geahnt hätte. Jetzt sind sie auf jeden Fall alle weg. Quieto! Yo te sacaré las tripas! Schubs! Sie haben überhaupt keine Chance gegen mich haben. Blanco Caro! Was für Schießt denn da auf mich? Hey, a dónde te crees que vas? Kann ich jetzt rein? Nein. Jetzt kann ich rein. Oh, dies bisschen. Was sammelt der denn da immer auf? Das wüsste ich echt gerne. Ich würde gerne dorthin. Aber bevor ich da runterspringe, würde ich gerne die Truhe haben. Die hier sein soll. Geht doch sicherlich. Nein, kann ich da. Ey, das wäre auch so cool gewesen, wenn ich da durchgekonnt hätte. Nee, da kann ich auch nicht durch. Dann bleibt mir nur noch der Weg. Da kann ich da durch? Nein, auch nicht. Da kann ich auch nicht durch. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Tür oder so, dass hier irgendwas kaputt geht, aber ich habe auch nichts passiert. Wie langweilig. Klettern wir einfach mal am Rand entlang. Das dauert ja überhaupt nicht lange. Was wollen die denn da oben von mir? Von Streit oder was? Nur noch ein kleines Stückchen. Nein, nein, nein. Also kann ich doch durch die Fenster da durch. Ja, ich. Wartet mal. Sind das da zwei Bretter? Ja, hier kann ich hoch. Ach, dann ist das hier doch nicht alles umsonst. Ja. Nur noch hoch. Ah, hier komme ich dann auch zur Truhe. Das ist ja geil. Auf eine behinderte Art und Weise. Jetzt weiß ich nicht aber, wie ich hier hingekommen wäre. Ja, von oben hätte ich kommen müssen. Egal, wie man es dreht oder wendet. Na, verdammt. Wo ich mir jetzt hier noch den Aussichtspunkt. Ah. Und
dann beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Yay!